So unerwartete oder unerklärliche Mehrverbräuche sind gar nicht so selten. Doch das Gute ist, man kann sie eigentlich immer erklären. Die Ursache dafür ist vielfältig. Ein Grund kann sein, dass sich einfach die Lebensgewohnheit, Lebenssituation völlig geändert hat. Es sind mehr Menschen im Haus. Es kann aber auch sein, dass sich die Nutzungsweise deutlich verändert hat. Also man ist viel mehr zu Hause, man kocht mehr oder ein Betrieb produziert wesentlich mehr. Es kann natürlich auch sein, dass man zusätzliche Geräte hat, die man im letzten Jahr nicht hatte. Ein neues Aquarium, mehrere Fernseher und dergleichen. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, dass ein Gerät, das bisher brav seinen Dienst gemacht hat, jetzt einen technischen Defekt hat und aufgrund dieses technischen Defekts plötzlich mehr Strom verbraucht. Und eine letzte Gruppe, das sind Anwendungen, die nur zu gewissen Zeiten laufen sollen. Eine Dachrinnenheizung oder eben eine Rampenheizung. Und wenn diese Anwendung dann außerhalb der Zeit läuft, zum Beispiel im Sommer oder in der warmen Zeit, dann hat man einen meist sehr hohen Mehrverbrauch, der dann überrascht. Und genau so eine Rampenheizung verursachte im letzten Jahr in der Stadt Salzburg einen enormen Mehrverbrauch. Wir haben in der ersten Phase versucht festzustellen, gibt es neue Verbraucher in der Tiefgarage. Wir hatten dann auch die Vermutung, dass eventuell E-Ladestationen von Fahrzeugen dafür verantwortlich sind, dass die eventuell am Allgemeinzähler hängen würden. Haben das von unseren Elektropartnern kontrollieren lassen und da hat man dann auch festgestellt, na, das ist nicht so, die E-Ladestationen, die nachgerüstet wurden, wurden alle ordnungsgemäß verkabelt und an die Topzähler geklemmt. Also das war's nicht. Kurzerhand hat sich die zuständige Gebäudeverwaltung an die Energieberatung der Salzburger AG gewandt. Der Energieberater der Salzburger AG, der war sehr behilflich, der hat auch schon am Telefon die ersten Maßnahmen skizziert, war dann auch relativ schnell hier und hat auch da schon erste Vermutungen geäußert. Eine Vermutung, die war gestützt durch ein Sommer-Winter-Gefälle, das feststellbar war. Und uns ist natürlich bewusst, dass man im Winter mehr Strom braucht, weil man mehr Licht braucht etc. Aber ein doppelt so hoher Stromverbrauch war, mit dem war nicht zu rechnen. Jetzt haben wir verschiedene Maßnahmen getroffen, auch gemeinsam mit dem Elektriker, haben Zähler angebracht, Subzähler angebracht und haben geschaut, ob nicht hier irgendwo große Stromverbräuche zu messen sind. Es gibt ja mehrere Verbraucher in der Tiefgarage und haben dann festgestellt, dass es nur mehr an der Tiefgaragenheizung, an der Rampenheizung liegen kann. Nach einer ausführlichen Beratung wurden schließlich Feuchtefühler, die bei 3,5 Grad aktiviert werden, angebracht. Gestützt durch einen Beschluss der Eigentümer haben wir dann einfach eine weitere Komponente eingeführt und das ist die menschliche. Also wir haben den Hausbetreuer angewiesen, mehr darauf zu schauen, die Tiefgaragenheizung zu deaktivieren in den Zeiten, wo man sie nicht mehr braucht und halt Schnitt zu streuen etc., also Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Nun, was können Sie tun, um sich vor unliebsamen Überraschungen mit Mehrverbräuchen zu schützen? Behalten Sie Ihren Stromverbrauch im Auge, lesen Sie einmal oder zweimal die Woche Ihren Zählerstand ab, vergleichen Sie die Werte, wenn hier ein Anstieg ist, dann sind Sie gewarnt. Spezielle Verwendungen wie eine Rampenheizung, kombinieren Sie sie mit einem Licht, dann sehen Sie, wenn sie läuft. Und wenn Sie darüber hinaus Fragen haben, wir aus Energieberatung der Salzburger AG stehen Ihnen gerne zur Verfügung und helfen Ihnen, den Dingen auf den Grund zu gehen.